Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen bei einem kleinen Special. Und wir sehen es schon, ich habe hier ein Paket. Ganz toll. Und ich dachte, ich mache mir ein kleines, ja, Special, ein kleines Unboxing. Ich habe mir nämlich ein Mikrofon bestellt und das wollte ich jetzt mal auspacken. Und ja, dachte ich, ja, packen wir mal zusammen aus. Ja, hier, ganz toll. In einer Amazon-üblichen Verpackung. Ich habe mal den Aufkleber abgemacht. Wo schon angezeigt wurde, für wen das halt ist, nämlich für mich. So, ich mache das mal hier ganz professionell auf. Ich habe eine ganze Weile rum experimentiert hier mit OBS und meiner Webcam. Ich nehme es jetzt nicht mit meiner Webcam auf, weil das alles irgendwie zu scheiße war, sondern mit meiner Spiegelreflexkamera. Allerdings muss ich die dann halt mit einer Hand halten, was ein bisschen blöd ist, um ein Paket aufzumachen. So, wir haben es fast geschafft. Ich drehe das mal eben. Ja, irgendwie war die. Keine Ahnung. OBS hat es nicht geschafft. Oder mein Rechner nicht. Nur die Webcam aufzunehmen. Hat immer gesagt, oh, ist irgendwie überlastet. Oder die Prozessoreinstellung ist überlastet. Keine Ahnung warum. Finde ich komisch. So, hier, das kann man schön aufklappen. Ja. Alles sehr schick. Ah, ich muss noch ein bisschen aufpassen hier, ja, dass ich auch das aufnehme, was ich aufnehmen will. Oder überhaupt was zeige. So, und wir haben einen sehr schönen Karton drinne. Toll. So, nehme ich mal raus. Das fliegt weg. Und dann haben wir hier das NT-USB. Genau. Was? Studioqualität. Ich habe gesehen, der gute Kong hat das. Also ich habe ein bisschen rumgeguckt wegen neuem Mikrofon, weil ich mal meins irgendwie nicht so doll fand. Mein Headset. Also ist schon okay, aber ich hätte gern was Besseres. Und gesehen, der Kronk hat so eins. Das war sogar vergleichsweise günstig zu dem Rest von dem, was er so benutzt. Und ja, dachte ich mir, das hole ich mir auch. Gut, da mache ich es auf. Oh, ist zugeklebt, so ein Scheiß. Warum machen die Leute sowas? Oh, da kommt der Gurt mit ins Bild. Der Kurt. Oh, reicht das schon? Nee, noch nicht so ganz. Ist natürlich jetzt sehr unprofessionell, aber es wird wahrscheinlich auch das einzige Unboxing-Video sein, was ich mache. Denn ich will ja eigentlich Let's Plays machen und nicht sowas hier. Außerdem bestelle ich mir gar nicht so viel. Höchstens Spiele, aber meistens dann über Steam. Oder inzwischen halt so gut wie alles nur noch übers Internet. Ja, und da kann man es aufmachen. Sehr schön. So. Da haben wir hier eine schöne schwarze Schaumstoffmatte. Ja. Pack mal auch weg. Und. Oh. Sieht so professionell und hochwertig aus. Das ist wahrscheinlich auch. Hier haben wir den Ständer. Ständer. Ja. Und noch mehr Verpackung. Hier ein USB-Kabel. 6 Meter USB-Kabel haben sie gesagt. Ich meine, das ist schon echt crazy. Oh, geil, eine Ledertasche. Das ist ja krass. Muss ich gleich mal aufmachen. Das ist ein bisschen komisch, das so mit einer Hand zu machen und überhaupt das Ganze zu kommentieren. Ich meine, was will man da schon groß sagen? Es hält das drin, was man bestellt hat, ne? Und hier haben wir I Love rote Mikrofone, Aufkleber und Bedienungsanleitung. Werde ich mir wahrscheinlich nicht durchlesen. Aber das finde ich sehr schön. Und innen auch ausgepolstert, falls man mal das Mikrofon auf Reisen schicken will. So, hier haben wir. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht kaputt mache. Ja, das ist so gut verpackt, dass ich es mit einer Hand nicht rausbekomme. Ja, Mikrofon mit Dingens hier. Ich habe mir ja eigentlich gibt es genug Videos von sowas, aber ich dachte mir, ich mache mal sowas, mal was anderes. Und überhaupt. So, hier haben wir nochmal eine schöne Polsterung. Auch weg. Und hier haben wir ein sehr schönes. Ach so, hier. Ich habe es mir angeguckt, gar nicht in die Kamera gehalten. Ein sehr schönes Mikrofon mit zwei Drehreglern. Ein Anschluss für dort. Da. Da muss ich dann nochmal gucken, wie man das eigentlich zusammenbaut. Und so ein Luftpolsterschutz, dass da die Windgeräusche nicht so reinkommen. Obwohl es in meinem Zimmer jetzt nicht so stürmt. Hier haben wir nochmal Nässeschutz. Und das war's schon. Viel mehr war nicht drin. Da packe ich das alles wieder rein. Das und das auch. Geht nicht. Eine sehr große Verpackung. Ich dachte, es wäre ja kleiner. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Ständer geht. Der ist doch etwas kleiner, als ich gedacht hatte. Ständer.
Aber ich wollte mir den anderen nicht holen. Das war mir dann doch ein bisschen zu teuer. Vor allem, weil ich das Geld im Moment nicht, einfach nicht habe. Ja. Und da haben wir hier ein schönes Mikrofon mit einem schönen Luftschutz, mit einem schönen Ständer und einem sehr schönen langen USB-Kabel. Gut, ich denke, das war's dann. Ich werde ein bisschen rumprobieren mit dem guten Mikrofon und dann direkt ein bisschen was aufnehmen. Ich brauche nämlich wieder Zeugs zum Aufnehmen, also Material und so. Ja, und da sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Zuschauen und bis dahin. Tschüss.